Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich 4 Beauty-Tipps für euch zu den Themen falsche Wimpern auftragen, Pickel abdecken, konturieren und Lippenstift auftragen. Diese 4 Dinge fragt ihr mich nämlich in letzter Zeit am häufigsten. Zum Beispiel, Kathi, wie trägst du denn immer deine falschen Wimpern auf, dass die so natürlich aussehen, nicht abgehen und so weiter? Und ich dachte mir, ich packe jetzt einfach mal diese 4 Dinge in ein Video und zeige euch, wie ich das mache. Das muss nicht unbedingt die richtige Art und Weise sein, wie man solche Dinge macht, also diese Schminktechniken und so weiter. Aber ich mache es so, wie es bei mir einfach gut aussieht, wie ich damit gut klarkomme. Und genau das möchte ich euch heute zeigen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Okay Leute, ich habe einen riesengroßen Pickel. Ja, und ich möchte diese Chance mal nutzen, um euch zu zeigen, wie ich solche Monsterdinger immer abdecke. Zunächst starten wir natürlich mit einem gereinigten Gesicht und dann nehme ich gerne auch noch ein antibakterielles Gesichtswasser, um einfach alles zu desinfizieren. Und dann geht es auch schon los mit einem Make-up. Ich habe jetzt ungefähr 2 Pickel im Gesicht, wie ihr sehen könnt, aber trotzdem nehme ich vorher ein Make-up für das gesamte Gesicht, weil ich einfach finde, dass dadurch die Pickel viel weniger auffallen und wir müssen dann nicht so viel Concealer drauf klatschen, weil das dann sehr schnell auffällig aussieht. Und deswegen nehmt lieber einmal ein Make-up fürs gesamte Gesicht und fangt erst dann an, euren Pickel zu concealen. Ich nehme zunächst den Velvet Finish Concealer von Catrice und das Ebeline Make-up Eye und damit decke ich die Augenringe und die Pickel erst einmal ab. Allerdings reicht mir die Deckkraft von diesem Concealer nicht aus und deswegen nehme ich jetzt die Camouflage Cream von Catrice zur Hand und damit tupfe ich mit dem Ebeline Make-up Eye auf den Pickel oben drauf. Ich gehe dabei auch etwas um den Pickel drumherum, damit alles schön mit der Haut verblendet wird und ihr nicht an einer Stelle einen dicken Concealer-Klumpen habt, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt kommen wir zu dem sehr wichtigen Teil und zwar dem Setten des Concealers, also mit dem Puder. Und zwar nehme ich hier immer ein Puder, was einfach translucent ist, also so ein durchsichtiges Puder ohne Farbe. Denn ich finde, dass ihr nicht unbedingt noch ein farbiges Puder drauf tun solltet, weil dann der Pickel im Laufe des Tages so komisch bröckelig aussehen kann. Ja, und dann wären wir auch schon fertig mit dem Pickel abdecken. Okay, weiter geht's mit den Wimpern und wie ihr sehen könnt, habe ich kurze und gerade Wimpern und deswegen trage ich unglaublich gerne falsche. Als erstes nehme ich dafür immer einen schwarzen Kajal und damit bemale ich meine obere Wasserlinie. Das lässt den Wimpernkranz nämlich voller aussehen und das Ganze dann zum Schluss natürlicher und die Haut schimmert da nicht durch. Anschließend nehme ich einen schwarzen Eyeliner und ziehe mir natürlich einfach einen Lidstrich. Das müsst ihr nicht unbedingt machen für falsche Wimpern. Ich finde aber, dass dadurch die falschen Wimpern sehr viel natürlicher aussehen und man sieht einfach nicht so schnell, dass ihr falsche Wimpern tragt. Ja, und jetzt geht's auch schon zu den Wimpern. Und hier solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr Wimpern kauft mit einem durchsichtigen Bändchen, also nicht mit einem schwarzen oder so, denn das sieht sehr schnell unnatürlich aus und man sieht das immer. Für den Kleber nutze ich immer einen Kleber von Duo. Den gibt es zum Beispiel im Internet zu kaufen. Ich kann euch gerne einen Link in die Infobox packen, aber auch, glaube ich, im Douglas. Und dann trage ich einfach einen dünnen Streifen davon auf meinen Wimpernkranz auf und lasse das Ganze circa eine Minute antrocknen und dann können wir die Wimpern auch schon auftragen. Ich packe die Wimpern mit den Fingern in der Mitte und trage auch erst zunächst die Mitte auf mein Auge auf und dann nehme ich die Seite, die äußere und mache die halt ganz nah an meinen Wimpernkranz und mit einer Pinzette nehme ich dann die Innenseite der Wimpern und klebe die dann auch sehr nah an meinen Wimpernkranz. Danach drücke ich das Ganze einfach nur noch mit den Fingern fest, wie ihr hier sehen könnt und lasse das Ganze dann eigentlich auch schon trocknen. Ihr solltet nicht zu viel daran herumspielen, denn dann kann es sein, dass der Kleber sich wieder löst. Und ja, manchmal trocknet der Kleber nicht ganz so durchsichtig, wie er eigentlich sollte. Und deswegen gehe ich sehr häufig nochmal mit dem schwarzen Eyeliner über den Wimpernkranz drüber, damit wirklich nichts zu sehen ist. Und dann tusche ich mir einfach nur noch ein wenig meine Wimpern, damit die hellen Wimpern einfach schön mit den dunklen, falschen sich verblenden und man nicht irgendeinen Übergang sieht. Und das wäre es dann eigentlich schon. Am wichtigsten ist wirklich, dass ihr Wimpern nutzt, die ein schönes, elastisches und durchsichtiges Bändchen haben. Ich werde euch meine Wimpern, die ich hier gerade trage, mal in der Infobox verlinken. Und natürlich ein guter Kleber muss auch immer sein. Da würde ich auf jeden Fall den von Duo empfehlen. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich immer mein Gesicht konturiere und highlighte. Und als gut gemeinter Tipp vorab, weniger ist mehr, das könnt ihr euch schon mal merken. Auf jeden Fall nehme ich dafür sehr gern den Hoola Bronzer von Benefit und einen angeschrägten Rougepinsel von Sigma. Ihr solltet darauf achten, dass euer Bronzer keine Schimmer- oder Glitzerpartikel enthalten hat, denn das würde sehr komisch als Konturierungston aussehen. Und dann trage ich den Bronzer direkt unter meinen Wangenknochen auf, ungefähr auf der Höhe des Ohres. Und ihr
könnt euch merken, dass der Konturierungsstreifen, sage ich mal, circa so lang sein sollte wie die Hälfte von eurem Finger. Und er sollte natürlich am Haaransatz am dunkelsten sein und dann langsam ausblenden zum Mund hin. Ihr seht, ich konturiere sehr gerne auch noch generell meine Haarlinie, also dort, wo meine Haare anfangen, um einfach meine Stirn etwas kleiner erscheinen zu lassen. Das ist natürlich optional, das müsst ihr nicht machen. Generell müsst ihr auch nicht konturieren. Aber ich mache das ganz gerne, weil ich dadurch einfach finde, dass mein Gesicht mehr Dimension hat. Wie am Anfang schon kurz erwähnt, würde ich euch raten, nicht zu viel zu konturieren, weil es im Alltag schnell komisch aussehen kann und ich finde, man wirkt ganz schnell auch älter dadurch. Jetzt nehme ich ein Puder und einen großen Puderpinsel und gehe nochmal locker über die Kontur drüber, um einfach die Kanten auszublenden, damit alles schön ineinander übergeht und wenn man zu viel Produkt benutzt hat, dann kann man so das Ganze auch wieder ausgleichen. Jetzt trage ich noch etwas Rouge vorne auf meine Apfelbäckchen auf und lasse es nach hinten auslaufen. Das Rouge platziere ich direkt über meiner Kontur, damit alles schön ineinander übergeht und ihr einfach ein wenig Frische in euer Gesicht bringen könnt. Anschließend möchte ich meine Wangen noch etwas highlighten und dafür nehme ich den Glow Up Highlighter von P2 und einen kleinen Pinsel und gehe sehr sparsam mit dem Produkt um, weil ich einfach nicht möchte, dass mein Gesicht zu glitzerig wirkt. Den Highlighter platziere ich direkt oben auf den höchsten Punkt meiner Wangenknochen und ich achte darauf, dass ich nicht zu weit zur Nase hinkomme, weil dann sieht das Gesicht schnell fettig aus und nicht hübsch gehighlightet. Ja, und ich finde, das ist ein ganz toller Effekt. Man hat einen tollen Glow im Gesicht und zusammen mit der Kontur gefällt mir das sehr gut. Da mich sehr häufig danach gefragt wird, wie ich denn meinen Lippenstift auftrage, möchte ich euch das in diesem Video auch noch zeigen. Als erstes trage ich immer eine Lippenpflege auf, meistens vorm Schminken, damit das Ganze schön einwirken kann. Und wenn es dann ans Lippenstift auftragen geht, nehme ich einfach meinen Handrücken und wische etwas von der Lippenpflege wieder ab. Nicht alles, dass die Lippen ganz trocken sind, sondern einfach so den Überschuss, sage ich mal, weil sonst der Lippenstift einfach zu sehr schmiert und zu cremig wird. Dann nehme ich meistens einen Lip Liner. Hier habe ich jetzt einen älteren von Essence. Ich glaube, den gibt es in dieser Farbe jetzt nicht mehr, aber es gibt da jetzt neue, also ganz egal. Und damit umrande ich einfach meine Lippen. Wenn ich sie etwas voller wirken lassen möchte, dann umrande ich sie etwas weiter außen, aber wirklich nur ganz minimal. Heute habe ich sie einfach ganz normal umrandet, weil ich jetzt nicht wollte, dass sie unbedingt noch voller aussehen. Und dann nehme ich einfach meinen liebsten Lippenstift, das ist zurzeit Please Me von MAC und den trage ich dann darüber auf. Und das wäre es eigentlich auch schon. So einfach geht das. Und ich finde, durch die Lippenpflege drunter ist das Ganze auch sehr angenehm im Tragegefühl und sieht auch sehr schön und nicht irgendwie bröckelig aus. So, das waren jetzt meine Tipps zu den Themen falsche Wimpern auftragen, wie ich mein Gesicht konturiere, wie ich meine Pickel immer abdecke und wie ich meinen Lippenstift auftrage. Ich hoffe, euch konnte dieses Video weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Ja, und ansonsten verlinke ich jetzt noch meine letzten beiden Videos neben mir, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video bald wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!